1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Hauen wir da den Pflasterstein rein. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir hier den Stein raus, packen hier den Sand rein. Packen wir hier ebenfalls den Sand rein. Machen wir hier so die Hälfte hin. Hier auch nochmal den Sand rein. So, die Eier kommen dann hier hin. Guck mal, und hier haben wir Fackeln. Sehr schön. Und ich wünsche mir jetzt gerne Inventory Tweaks. Das wäre ganz praktisch, um mal diese Kisten hier zu sortieren. Das ist ja kein Zustand so. Packen wir den restlichen Sand hier mal rein. Hier haben wir noch Pflasterstein. Oh, hier ist nur noch 8 Kohle drin, sehr schön. Dann packen wir hier mal noch mehr Sand rein. Dann packen wir den ein, das ist der normale Stein. Den Pflasterstein packen wir erstmal rein. Den rein, Pflasterstein, Schwein, ja. So. Dann haben wir einen Stein übrig und der kann natürlich hier hin. So, dann brauchen wir Treppen. Können wir nochmal einen Stack verbrezeln. So. Dann haben wir nochmal 40 Treppen. Und die Setzlinge können wir auch hier wieder reinballern. So. Dann können wir erstmal schlafen gehen, damit wir hier wieder ein bisschen Licht haben. Und an sich auch nochmal ein bisschen Zeit schinden, bis dann unser Sand und so weiter durch ist. Dann können wir in der Zeit hier oben die Treppe nochmal setzen. Das hat ja zum Schluss nicht mehr so ganz gereicht. Wow. Und diese Höhlentour ist auf jeden Fall nötig. Das Einzige, was wir nicht brauchen, ist Eisen. Apropos Eisen, wir müssten mal ein paar neue Schaufeln machen. Und auch eine neue, ja doch, Schaufeln. Eigentlich nur Schaufeln. 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 So, hier haben wir Treppen. Hier sind Treppen, 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 Treppen. Hier sind auch Treppen, hier sind keine. So. So, hier ist die Ecke. Hier sind dann wieder Treppen. Hier haben wir, glaube ich, überall welche gesetzt. Genau. Treppen überall. Überall Treppen. Hier nicht. Warum nicht? Warum sind hier keine Treppen? Genau, hier sind uns die Treppen ausgegangen. Dreist. Ich kann so nicht arbeiten. Na los. So. So und so. Hier auch noch. Und hier sind wieder Treppen. Dann haben wir die obere Etage auch schon mal abgefrühstückt. Dann können wir uns mal drum kümmern, dass wir hier, die Frage ist natürlich, wie wollen wir das machen, so ein bisschen, also die Inneneinrichtung, wollen wir die halt mehr so modern machen oder wollen wir die mehr so oldschool machen? Ich meine, das Haus ist ja nun schon sehr mittelalterlich. Aber da können wir dann mal gucken, wie das am besten wirkt. So. Und so. Und da haben wir jetzt mehr als genug Glasscheiben. Da können wir uns jetzt absolut nicht mehr beschweren. Können wir die hier überall reinhauen. Die Glasblöcke können wir dann wegmachen. Und durch Scheiben ersetzen. Weil zumindest hier kann man ja dann durchgucken. Mit einem wunderschönen Blick auf unsere Terrasse. Und ich habe halt überlegt, als Abgrenzung dann hier. Also ich habe so überlegt, man würde die Terrasse dann hier über die komplette Breite nutzen. Nicht nur so ein Stück, das wäre ja Blödsinn. Dann müsste man sozusagen hier erstmal eine Schaufel machen. Haben wir noch Sticks? Haben wir. Eisen haben wir auch noch. Dann machen wir jetzt uns mal ein paar Schaufeln. So 3 Stück. So, nein, dahin. Brauchen wir denn noch irgendwas? Nö. Gut. Und dann
Hauen wir das hier mal alles weg. Hier nicht mehr. Aber da könnten wir dann alles ein bisschen absenken. Oh. Nein! Ich wollte hier nicht rein. So. Das hier muss auf jeden Fall alles weg. Und dann wird dort auch nochmal Holz verlegt. Und mal gucken, vielleicht nehmen wir das Eichenholz dann sogar weg und setzen dort was anderes rein. Na, ihr wisst schon. So. Auf jeden Fall müssen wir mal eine richtig schöne Erkundungstour dann machen. Holz. So, da verbannen wir das hier mal komplett. Ich sehe, die Aufnahmezeit ist gleich schon wieder rum. Das finde ich nicht so cool. Es ist immer so, wenn ich mitten im Flow bin, dann habe ich keine Zeit. Das ist immer ein bisschen doof. Aber ist nicht so schlimm. Vielleicht können wir die Aufnahme ein bisschen in die Länge ziehen, ein bisschen Zeit schinden. Bei dieser wunderschönen Surfermusik. Und was ist nicht mal viel, was wir hier rausmachen müssen? Also ich denke mal schon, dass man hier, ich habe ja total Ideen gerade wieder, auch so hier mit den Wänden, weil die können wir ja auch nicht so lassen. Und einfach nur die Wandstruktur ersetzen durch andere Blöcke ist ja auch langweilig. Ich habe da glaube ich schon wieder ganz gute Ideen. Ob sie wirklich gut sind, das wird man ja dann sehen im Laufe der nächsten Folgen, die hier so folgen. Oh Gott. Ja, es war heute nicht, war nicht unbedingt mein Bester heute. So, und dann haben wir noch einen Stack. So. Und so. Und dann haben wir das. Und dann war der Plan, dass wir hier so Glasscheiben vorsetzen, damit das Ganze halt ein bisschen moderner wirkt. Dann setzen wir das Ganze hier eine Etage tiefer. Oder vielleicht sogar zwei. Und dann machen wir ab hier. Müssen wir halt gucken, wie wir das am besten lösen. Haben wir noch normalen Stein, aber. Nein, noch nicht. Na toll. So. Der Plan war denn eigentlich, dass man hier irgendwas anderes rein macht. Komm, der muss noch weg. Aber ich hatte noch einen normalen Stein in der Kiste. Genau, einen einzigen. Wow, ey, geil. Setzen wir den mal so hin. Machen wir den weg. Und dann... Ja, wir brauchen Steine. Jetzt brauchen wir schon normalen Cleanstone. Das finde ich ja nicht so cool. Aber in irgendeinem Ofen hatten wir normale Steine. Sehr schön hier. So. Ja, okay, es wird nicht schöner. Hier könnte man ja dann grüne Wiese reinmachen oder so. Aber das alles dann zu seiner Zeit. Und wieder mal stehen uns unsere Möbel hier im Weg. So. Und dann würde man hier trotzdem immer noch ziemlich weit runterkommen. Oh shit. Ich würde sagen, wir setzen das Ganze doch einfach nur eine Etage tiefer und machen dann hier Erde hin. Können wir uns ja theoretisch mal gleich etwas Erde holen aus unserer Erdkiste. Wir haben jetzt nämlich eine. So. Wird schwer, total ein Sprachfehler. Das ist, tut mir nicht leid. Naja, doch, vielleicht ein bisschen. So. So. Und nochmal Erde. So ungefähr. Dann müssen wir hier natürlich den Stein auch noch ersetzen. Ja, die Frage ist, ob wir das jetzt hier außen auch machen. Ich würde sagen, ja. Hier haben wir den Vorteil, dass es schon ein bisschen grün ist. So.
So. Und so. So. Und so. Und dann haben wir hier... Hier würde das zumindest ein bisschen grün werden. Und hier dann halt irgendwie auch. Aber da müssen wir dann gucken, dass wir das Ganze auch grün kriegen. Dazu bräuchten wir erstmal grüne Wiese. Und die haben wir ja nicht. Wir haben leider auch keine Spitzhacke mit Behutsamkeit. Zumindest noch nicht. Da kommt dann eins aufs andere. Da schauen wir dann mal nach, wie das Ganze am besten klappt. So. Und so, und so, und so, und so. Dann können wir hier drinnen. Zack, da ist auch nochmal Erde. Und dann könnte das durchaus wirken. So. Wir haben auch eine Glasscheibe vor. Die verbindet sich jetzt natürlich noch mit den Öfen. Aber drauf geschissen. Dann können wir die Werkbank erstmal hier so hinsetzen. Komm, was soll's? Die Erde kommt dann wieder hier rein. Hier kommt dann der Pflasterstein rein. Und auch der normale Stein. Hier kommt ein Eichenholz rein. Ja, dann muss hier natürlich auch so der ganze Krempel rein. Und ab hier dann Holz. Obwohl man könnte ja hier statt Holz dann Scheiben und so reinmachen und Glas und Sand halt auch. Sand. So. Ja. So, wir nehmen mal alle Steaks mit. Wir haben es ja zur Zeit. Nein. So, genau, Sand, Sandstein. Hier kommt dann so. So meinte ich. Genau, und dann fangen wir hier an mit Holz. So. Genau. Und den Rest können wir dann irgendwann später machen. Notfalls mache ich das auch offscreen, hier im Bomostenstein, den Kies. Können wir dann zum Beispiel auch eigentlich da reinmachen. Hier haben wir noch Werkbänke und einen Ofen. Jolt. Ach, wir haben ja so viel Krempel hier noch rumliegen. Rumfliegen, rumflattern. Da ist noch mehr Pflasterstein. Wir haben ja noch Kohle. Na, am Arsch. Dann wollen wir natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und mal den Pflasterstein hier rein. Zack. So, machen wir hier noch ein bisschen was rein. So. Und so. Dann sind wir schon wieder Level 4. Dann könnten wir theoretisch schon wieder irgendetwas verzaubern. Stein. Musterstein. Hier ist dann Glas und Sand und so weiter drin. Und hier kommt statt dem Holz, dann machen wir einfach Kies rein. Und dann würde hier oben, dann würden dann Holz und so weiter losgehen. Ja komm, wir bauen uns mal eben noch zwei Kisten. Zack. Setzen die oben hin und dann kommt hier Holz rein. Zack, zack. Die Öfen, den setzen wir auch noch hier hin. Die Werkbänke, ja, keine Ahnung. Machen wir dann irgendwie, die hauen wir dann irgendwie hier hin. Schauen wir auf jeden Fall mal. Was auch eine Idee wäre, die in den Boden reinzumachen. Das wäre natürlich bestimmt auch ziemlich geil. Aber gut, da schauen wir mal. Können wir den Ofen hier schon mal abbauen. Die sind alle noch am Machen. Den hier können wir noch abbauen. Und dann setzt man das alles hier erstmal völlig random irgendwo hin, ohne drüber nachzudenken. Was können wir denn noch so Schönes machen? Das Schwert können wir leider nicht nochmal verzaubern. Das finde ich ja ein bisschen kacker. Mal ein Steak verzaubern. Ach, das wäre ja lustig. So. Nee, Quatsch. Einfach mal so. Ach so, Effizienz und Haltbarkeit am Arsch. Kriegen wir jetzt hier einfach so, weißt du, Level 1. Aber gut. Kann man so machen, muss man aber nicht.
Dann würde ich sagen, gehen wir pennen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denne und tschaußen.